Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zum Tagesorakel für Sonntag, den 13. Oktober. Und ich freue mich, euch auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Natürlich schauen wir gleich nach, welche Energien fließen, welches Kraft hier uns begleiten möchte, was wichtig ist. Aber bevor wir hier starten, möchte ich mich natürlich bei euch bedanken für eure Unterstützung, für eure Likes, für eure Abos, für eure lieben, lieben Wertschätzungen, Worte, Taten, möchte ich schon sagen, für eure Kanalmitgliedschaft, einfach für eure Unterstützung, für euer Sein. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit unserer kleinen Single Ball. Wir stimmen uns ein auf den Tag, auf die Legung. Natürlich bitte ich auch heute die geistige Welt um Schutz, um Unterstützung, Beistand und um Führung für jeden Einzelnen von uns und natürlich auch für meine Legungen. Wunderbar. Und jetzt schauen wir gleich nach, welches Kraft wird uns denn heute begleiten, uns unterstützen, vielleicht auch einen Hinweis geben. Schauen wir einfach mal, was ich hier so zeigen möchte. Ja, Sonntag, Wochenende, wir haben ein wenig Zeit, zumindest die meisten, es müssen ja nicht alle arbeiten. Und hier haben wir schon, wir haben hier auch gleich zwei Begleiter, und zwar den Bären, über sich selbst mal nachdenken, einen genauen Plan machen und die Naturverbundenheit, finde ich sehr interessant. Und natürlich auch der Frosch, sich nicht unterkriegen lassen, ne? Sich auf Hilfe verlassen, ja, das ist immer so eine Sache, konstruktiver Umgang mit Emotionen. Also für mich persönlich ist es so, über sich selbst mal nachdenken im Hier und Jetzt, ja, wie geht's weiter, was möchte ich mir, was wünsche ich, ja, wo sind meine Stärken, meine Schwächen und so weiter. Das finde ich ganz gut, dass man mal so ein kleines Update macht bei sich selbst, finde ich sehr schön, ja, weil dann weiß man auch genau, wer bin ich, wo will ich hin, ja. Kann man einfache Entscheidungen treffen, einen genauen Plan machen. Ja, genau, dann kann man nämlich etwas planen. Ob sich das dann genauso entwickelt, ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber man hat schon mal einen Plan, vielleicht einen Plan A und einen Plan B. Ja, also das ist vielleicht wichtig. Und vielleicht auch ganz wichtig, in die Natur zu gehen, damit man auch einen klaren Kopf erhält, dass man hier aus seiner Mitte heraus auch plant. Und nicht nur aus dem Gefühl, sondern beides im Einklang hat. Ja? Naturverbundenheit bringt einen auch in Einklang. Kopf und Gefühl im Einklang. Ja, das ist vielleicht auch wichtig beim Planen. Dann haben wir hier den Frosch, ja, also sich nicht unterkriegen lassen. Ja? Auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, dann hier selbstbewusst natürlich auftreten. Ja? Also werdet ihr auch klar, du bist hier beschützt. Also da hast du auch kein Thema. Und vielleicht die Leidenschaft des Bären zeigt sich ja auch nochmal, ja. Also die Leidenschaft weiterleben lassen, sich wirklich hier nicht unterkriegen lassen, sich auf Hilfe verlassen, ja, in gewisser Weise, aber ich bin immer der Meinung, dass Hilfe auf bestimmten oder von bestimmten Personen ist immer so eine Sache, ja. Manchmal klappt es, wenn man weiß, wer die Person ist oder ja, wo es hundertprozentig, aber es ist ja nicht bei allen so. Ja, deswegen würde ich sagen, auf Hilfe verlassen von der geistigen Welt finde ich sehr gut, ja, aber auch sich auf sich selbst verlassen, dass man sich selbst auch helfen kann. Das sehe ich vordergründig, ja, selbst in die Tat schreiben, die eigene Weise sich klar machen, ich kann mir auch selbst mal helfen. Ich brauche nicht immer jemand Fremdes. Ja, das ist auf die Hilfe verlassen. Wie gesagt, es gibt Personen, da kann man sich tausendprozentig verlassen. Es gibt einfach immer wieder Personen, wo es nicht so der Fall ist. Deswegen, ja, und wenn es zu schwierig ist, dann gibt es doch an die geistige Welt ab. Hier haben wir noch konstruktiver Umgang mit Emotionen. Ja, wie gesagt, ich bin hier auch mit der Natur verbunden, deswegen die Emotionen, konstruktiver Umgang, ja. Also das heißt wirklich die Emotionen zur richtigen Zeit einsetzen, genauso wie es sein sollte. Das emotional ist es ein bisschen schwierig, ja, besonders wenn man natürlich ein Gefühlsmensch ist. Deswegen bin ich auch der Meinung, in die Natur gehen, sich verbinden, ja, dass man auch seine
Emotionen, seine Gefühle ein wenig, sage ich mal, im Einklang hat, ja, wäre vielleicht ganz wichtig für einige. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal nach, was uns das Engel-Orakelchen mitgeben möchte für heute, für den Sonntag. Ja, wunderbar. Das finde ich jetzt herrlich, dass sich hier einiges zeigen wird heute. Oh, das ist auch wunderschön. Also ich finde es toll. Nimm die Zeichen wahr. Ja? Ja, die Zeichen, die du empfangen hast, sind vom Himmel gesandt. Ja, wir verstreuen Federn, Münzen und andere Zeichen auf deinem Weg, um dich daran zu erinnern, dass du zutiefst geliebt wirst und nie alleine bist. Das ist hier, sich auf Hilfe verlassen, die geistige Welt, die sendet dir Botschaften, die führt dich auch, ja? Die gebietet dir Schutz. Wir sehen es nur manchmal nicht. Und da vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, auch mal die Zeichen erkennen, vielleicht wahrnehmen. Manchmal kommt es erst später, ach, das war doch wirklich ein Zeichen und ich habe es nicht gesehen. Ach, ja, es passiert auch, aber wie gesagt, wichtig ist, voranzugehen, auf eigene Rechnung voranzugehen, sich auch zu helfen müssen. Jetzt schauen wir natürlich, was uns hier die Seelenbotschaften mitgeben möchten. Es ist Zeit, mutig zu sein. Ja, der Bär ist ja auch mutig, selbstbewusst. Also halte nicht an Dingen oder Menschen fest, die nicht mehr in Einklang mit deiner Seele schwingen. Beende jetzt, was dir nicht gut tut. Trau dich, du bist nicht allein. Ja, die geistige Welt ist hier, die wird dir Zeichen senden. Sie wird dich führen, begleiten auf alle Fälle. Immer dürfen sie ja nicht eingreifen, aber du kannst auch um Hilfe mal bitten, die geistige Welt. Und hier geht es dir auch darum, um Dinge oder Menschen, ja, die du dich vielleicht bisher verlassen konntest, auch jetzt loszulassen, weil es einfach nicht mehr, sag ich mal, in dein Leben gehört, diese Dinge oder diese Personen, weil sie einfach nicht mehr im Einklang mit dir sind, ja, oder mit deiner Seele. Deswegen auch hier nicht immer auf andere vertrauen. Jetzt schauen wir natürlich auch, was uns das Feenorakelchen noch mitgeben möchte. Also, ich finde es sehr schön. Also, treten wir doch mal mutig voran, oder? Hier haben wir gleich mehrere. Liebesleben. Oh, der Kern deiner Frage hat mit deinem Liebesleben zu tun, das sich jetzt zum Besseren verändert. Perfektes Timing. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst. Sehe ich ja auch so. Jetzt darf man mutig sein, vorwärts gehen, sich mit der Natur verbinden, aber auch Pläne schmieden. Und sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn es gerade vielleicht nicht so rosig ausschaut, es wird wieder. Ne? Jetzt haben wir natürlich auch noch bewege dich. Wenn dein Körper stärker und elastischer wird, wirst auch du dich in vielerlei Hinsicht besser und stärker fühlen. Dann ist es auch leichter, hier voranzuschreiten, möchte ich schon sagen. Ja? Das ist vielleicht auch ganz wichtig für einige, das zu erkennen. Ich möchte hier gerne die Karten hier zusammen. Ja? Also auch in Bewegung bleiben. Bewegung hilft, motiviert zu bleiben. Bewegung hilft deinem Körper, ja? Viel elastischer zu bleiben, möchte ich schon sagen. Energiereicher zu bleiben. Ja? Also Bewegung auf alle Fälle. Ich bin immer der Meinung, jeden Tag 2 Stunden spazieren gehen. So in den Dreh. Es reicht ja schon manchmal 1 Stunde. Ist auf alle Fälle wichtig. Wenn ich aber gar nichts tue, ja, dann ist es natürlich hier auch immer ein bisschen schwieriger voranzukommen, dann wird man ein bisschen demotivierter, ja, dann findet man das Gleichgewicht nicht so. Also alles gehört ja zusammen, die Emotionen, der Körper, der Geist, ja, da sollte man wirklich hier für Ausgleich sorgen, vielleicht in die Natur gehen, ja, im Wald spazieren, es muss ja nicht Dauerlauf sein, es kann ja auch ein Waldspaziergang von 1/2 Stunde sein. Es ist wichtig, dass man in Bewegung bleibt, je nach Alter entsprechend halt. Und es ist halt auch wichtig, dass man vorangeht, ja? Dass man motiviert bleibt. Jetzt schauen wir natürlich auch, was uns hier für ein Engelchen erreichen möchte. Also sei jetzt wirklich mutig, geh voran. Ja? Und was nicht mehr zu dir gehört, es lass es hinter dir. Ja? Würde dich nur Energie kosten. Ein Engelchen. Was haben wir denn hier? Ergebung. Wenn du dich gegen etwas wehrst, wird es dich nur umso hartnäckiger quälen und verfolgen. Bitte deine Engel, dass sie dir helfen, ja,
hier die Hilfe, ja, alle Widerstände deines Egos aufzugeben. Die inneren Konflikte und Kämpfe, die starren Denkmuster und Gewohnheiten. Man muss etwas loslassen. Es ist Zeit zum Loslassen. Ja, damit dein Leben vor höherer Wahrheit und Freude überfließen kann. Wenn du dich der Führung deines höheren Selbst anvertraust, wirst du all die Energie frei, die du vorher für deinen Widerstand gebraucht hast. Als spirituellen Lohn wirst du Vitalität, inneren Frieden, Harmonie und vor allem Liebe empfangen. Also strömme mit dem Rhythmus des Lebens mit. Stimme dich darauf ein und rege dich über nichts mehr auf. Ja, ganz wichtig. Folge deiner inneren Stimme und wisse, dass die Engel dich immer unterstützen werden. Ja, aufregen, was bringt das denn? Kostet Energie für nichts und wieder nichts. Im Gegenteil, man sollte annehmen, was ist, und daraus das Beste machen. Deswegen kannst du ja hier Plan A, Plan B machen. Ja? Hilfe an die geistige Welt, wie gesagt, sie dürfen nicht immer eingreifen. Wenn es gerade sehr aktiv ist, dann bitte auch mal darum. Ja? Auch das ist natürlich wichtig. Und wie gesagt, nimm die Zeichen wahr. Und ich würde sagen, schau, dass du in deine Mitte kommst. Hier haben wir schon die ersten Lenormand-Karten gleich. Ja. Es geht um Kreisläufe, die durchbrochen werden dürfen. Ja. Es geht um Verborgenes, ja, um ein Wissen vielleicht auch, das noch dir verborgen bleibt, weil du hier in den Kreis noch dich drehst, sage ich mal. Hier geht es um Verträge, hier geht es um Schriftliches, hier geht es um Kontakte. Ja. Die kommen hier auf dich zu. Vielleicht kommt hier ein Vertrag auf dich zu, der für dich noch nicht spruchreif ist, den du aber schon mal mit Sehnsucht erwartest. Ja? Du drehst dich vielleicht gerade noch im Kreis und jetzt wird es Zeit loszulassen. Und das hier in Kürze. Also hier in Kürze kann wirklich ein Vertrag auf dich zukommen, ja? Der dich voranbringt, der dir Wachstum bringt, ja? Der dir auch Fortschritte bringt im kleinen Stil, möchte ich sagen. Natürlich kannst du dich hier verwurzeln in Kürze, ja, ins Wachstum kommen. Raus aus diesen ewigen, ja, Kreisläufen, Windungen, Drehungen. Es wird Zeit, hier, ja, voranzuschreiten. Und in Kürze, wie gesagt, du darfst hier diese kleinen Hoffnungsschimmer, möchte ich sagen, diese glückliche Phase nutzen, um wieder dich zu erden und wieder ins Wachstum zu kommen. Ja, ganz wichtig, betrifft ja auch die Gesundheit, dass man hier auch im gesundheitlichen Bereich kleine Schritte wieder voranbringen kann, ja, sich wieder voranbringen kann, eben vielleicht, weil du in Bewegung kommst, weil du vielleicht jetzt jeden Tag mal eine halbe Stunde spazieren gehst, ja, weil du sagst, nee, ich gehe jetzt von meiner Couch mal runter, und weil du hier vielleicht auch endlich sehnsüchtig hast, etwas zu planen, ja, vielleicht unterbewusst bist du schon dabei, ja. Das versteckst du vielleicht noch. Jetzt wird es Zeit, voranzuschreiten. Du hast ja auch die Möglichkeit gegeben. Ja, da hier kommen Dinge auf dich zu in Kürze, die dich wieder voranbringen werden. Also, lass dich jetzt nicht unterkriegen. Im Gegenteil, diese Kreisläufe, die nicht mehr zu dir gehören, oder Personen, dreh dich hier nicht mehr im Kreis. Lass los, tritt aus diesem Kreis aus und geh weiter. Das ist heute die Botschaft für uns alle. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen wunderschönen Sonntag voller positiver Erfahrungen, voller Energie, voller Kraft, voller inneren Ausgleich und viele schöne Momente. Namaste!